Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video zum Abschluss nochmal des Themas Speichermanagement und Garbage Collector eben ein paar Dinge an, die wir in unseren Beispielen vereinfachend einfach weggelassen haben, dessen Sie sich aber trotzdem bewusst sein sollten. Also alle diese Punkte hier sollten wir beachten. Was wir nämlich immer gesehen haben jetzt in unserer Visualisierung ist, dass dass wir nur einen Stack benutzt haben. Das stimmt aber nicht. Tatsächlich haben wir pro Thread einen eigenen Stack. Das heißt, man kann sich das ungefähr so vorstellen. Machen wir mal ein Beispiel einfach direkt, was ich hier mit reinzeichne. Wir haben ja immer einen Hauptthread, auf den wir starten. Da wird ja unsere Main-Funktion ausgeführt. Wenn wir jetzt hier beispielsweise über die Task-Klasse sagen, dass Code auf einem anderen Thread ausgelagert werden soll, dann wird eben hier ein neuer Thread erstellt. Und hier wird dann eben über einen Delegaten eine Methode angegeben. Das haben wir ja schon mal als ein kleines Beispiel gesehen. Und hier wird dann eben zusätzlicher Code ausgeführt. Und jeder Thread hat wiederum seinen eigenen Stack. Also jeder Thread weiß sozusagen, okay, gerade bin ich in dieser Methode mit diesen und diesen Parametern und diesen und jenen Variablen. Das ist eben bekannt. Und pro Thread wird sozusagen der Stack verwaltet, um genau zu wissen, an welcher Stelle dieser Thread denn eigentlich gerade ist. Und wenn der Stack komplett abgebaut ist, also die Methode, mit der Thread gestartet ist, zu Ende ist, dann heißt das einfach auch, dass der Thread beendet wird. Wir werden uns Threading auch nochmal etwas genauer in einem späteren Video ansehen, aber das ist so mal das Wichtigste, was man dazu wissen muss. Genau, und im Prinzip haben wir eben auf jedem dieser Threads einen eigenen Stack und das ist eben das, was man hier beachten muss. Also, für unsere Visualisierungen hier, das war letztendlich ein Single-Threaded-Beispiel, wo wir eben bloß einen Thread rein theoretisch haben, der dann eben einen Stack hat jeweils, der sukzessive auf- und abgebaut wird. Tatsächlich ist es aber so, dass wir eigentlich dieses Stack-Teil, diesen Stack-Container hier mehrmals hinzeichnen müssen, weil auch standardmäßig in der CLR mehr als ein Thread läuft. Wir kriegen es bloß am Anfang noch nicht mit. Was sehr gut ist, weil wir uns dann nämlich auf andere Sachen konzentrieren können, während wir noch C-Sharp lernen. Der nächste Punkt ist, dass wir eben den Heap, so wie wir ihn kennen, den gibt es tatsächlich nur einmal. Also der wird sozusagen von allen Threads gleichermaßen angesprochen über die jeweiligen Referenzen, die eben in Variablen und Parametern beispielsweise drin sind. Allerdings auch nicht so, wie wir es hier gezeichnet haben, sondern es gibt in der CLR drei Generationen. Warum Generationen? Damit der Garbage Collector nicht über sämtliche Objekte durchlaufen muss. Wie passiert das Ganze? Wir haben eben die Generation 0, da kommen alle neue Objekte rein, die eben gerade mit New instanziert wurden. Und diese Generation 0 wird eben vom Garbage Collector am häufigsten überprüft. Wenn Objekte einige Garbage Collector Läufe überstanden haben, dann kommen sie in die Generation 1. Und das heißt eben, dass diese Objekte nicht mehr so häufig vom Garbage Collector besucht werden. Also auf Generation 0 läuft er am häufigsten, auf Generation 1 schon nicht mehr so am häufigsten und am seltensten auf Generation 2. Dort sind eben die sehr langlebigen Objekte, die auch ein paar Läufe von Generation 1 überlebt haben. Ich weiß übrigens nicht auswendig, wie viele Läufe das genau sind. Ich glaube, das gibt Microsoft auch nicht preis, weil das eben Implementierungsdetail vom Garbage Collector ist und das kann sich auch mit der Zeit ändern. Also es muss ja über die Jahre hinweg nicht immer gleich geblieben sein. Prinzipiell stecken aber dahinter zwei Prinzipien, dass eben neu erstellte Objekte dazu tendieren, kurzlebig zu sein. Das ist die Annahme 1, das heißt, die Generation
Da kommen erstmal alle neuen Objekte rein und die wird auch am häufigsten überprüft. Je älter ein Objekt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auch weiterhin direkt oder indirekt via einen GC-Root referenziert wird. Das ist eben Annahme 2 und sagt letztendlich nichts anderes aus, als wenn ich ein Objekt habe, das schon sehr viele Garbage-Collector-Läufe überstanden hat, dann ist es unwahrscheinlich, dass es den nächsten Lauf nicht überstehen würde und dadurch deallokiert würde. Das sind einfach die beiden Annahmen, die dahinter stecken. Und wenn man sozusagen den Garbage Collector noch ein bisschen mehr Performance rauskitzeln soll oder will, dann kann man sich hier eben überlegen, okay, dann sollte ich vielleicht die Anzahl der Objekte, die ich neu erstelle, die aber nur sehr kurzlebig sind, wenn möglich gering halten. Aber wie gesagt, eben dadurch bleibt Generation 0 relativ klein und der Garbage Collector hat bei diesen Läufen dann eben weniger zu tun, als wenn sie ständig neue Objekte erstellen, beispielsweise in der Vorschleife 100.000 neue Objekte und dann brauchen sie am Ende dieser Methode, wo die Vorschleife drin steckt, eben diese 100.000 Objekte gar nicht mehr. Das wäre eben so eine Überlegung, die man dann performancemäßig sich überlegen kann. Prinzipiell sollten Sie aber auch erst auf Performance achten, wenn Sie in Performance Nöte bekommen. Außer Sie sind natürlich im High-Computing-Bereich oder Ihr Algorithmus sollte für irgendeine Framework-Komponente sein, die allgemein verfügbar und verwendbar ist. Dann kann man sich natürlich sofort über Performance ein bisschen Gedanken machen. Aber solange Sie bloß an einer Applikation arbeiten und nicht in Performance-Probleme kommen, dann brauchen Sie auch nicht Ihre kognitiven Fähigkeiten in dieses Thema stecken. Im Endeffekt wird es der Nutzer nicht merken, ob ein Algorithmus 200 Millisekunden oder 240 Millisekunden braucht. Das ist immerhin ein Unterschied von 20%, aber die Aufnahme oder die Performance ist in diesem Fall für den Nutzer vielleicht nicht relevant. Ja, und das sind eben die Sachen, die ich noch ansprechen wollte bezüglich Speichermanagement und Garbage Collector. Damit sind wir mit diesem Thema durch. Wenn Sie noch weitere Fragen dazu haben, dann gerne natürlich per Mail an mich. Und ansonsten werden wir uns eben in den nächsten Videos dann mit dem nächsten Thema Persistenz beschäftigen, also dem Speichern und Laden von Daten. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.